gefällt. Komischerweise kann man das Level weiterspielen. Ja. Cool. Dann würde ich sagen, auf ein neues. Ja, ich könnte es natürlich jetzt rausschneiden und sagen, da war nie was passiert, aber da habe ich auch keinen Bock drauf. Das soll ja irgendwo auch ein bisschen ehrlich sein. Na gut, da sind wir jetzt halt mal gescheitert an dem Tag. Ist ja kein Beinbruch, es macht ja nichts. Kann ja mal passieren. Das heißt, ich muss wahrscheinlich direkt mit irgendwelchen Achterbahnen anfangen. Das ist natürlich schon ein bisschen hart. Na gut, ach komm, macht halt nichts. Ist halt so bei diesen Parks, da kann das mal passieren. Ach so, Quatsch, noch gar keinen Eingang gebaut. Aber, die Frage ist halt jetzt, ob das vermeidbar gewesen wäre. Aber gut, egal. Aber ich habe dort eigentlich kaum was, die beiden Elbus aufregendere Attraktionen haben, aber. Naja, gut. Es war ja jetzt noch nicht so viel Zeit vergangen. 3 Monate knapp. Das ist ja jetzt irgendwie so wilde. So, bitte hier die typische Schneefarbe. Nee, nicht dieses Pissgelb, sondern so hier. Nee, war das nicht eine andere Farbe gewesen? Was ist das hier? Ah, das nimmt man das hier und so. Tja, solche Level sind halt auch nicht einfach. Da kann man durchaus auch mal scheit. Ach, warte mal, ich habe doch das Safe Game. Moment. Und wann ist denn das? April. Na gut, wenn ich das jetzt weiß, dass die anscheinend hier irgendwelche. Können wir das erstmal schließen hier? Wenn ich das weiß, dass die jetzt irgendwelche Achterbahnen haben wollen, oder baue ich das direkt um? Ja, ich mache das jetzt mal kürzer hier einfach. Mal schnell das Ding hier umbauen, in Betrieb nehmen und dann gleich mal eine Achterbahn bauen. Das Bootsfahren kann man ja später dann auch noch ein bisschen umfangreicher machen, wobei das ja eigentlich auch nicht zu lang werden soll, wie in dem einen Stream von mir, wo wir das wirklich übertrieben lang gebaut haben. So, zack. Ist ja die Parkwartung noch in Ordnung. Und irgendwann droppt die, ne? Also irgendwie. So, bauen wir jetzt mal eine Achterbahn. Ich würde ja gerne eine selber bauen, aber ich weiß halt nicht, ob die Zeit dafür reicht. Hier machen wir erstmal, dass die sich nie beschweren. Das setzen wir runter. Das setzen wir auch runter. Und dann machen wir vor allem hier die Sackgasse weg. Das war möglicherweise auch nicht wirklich förderlich für den Fail. Ich meine, das Safe Game jetzt weiter zu verwenden, das ist ja eigentlich legitim. Da spricht ja nichts dagegen. Bloß das war jetzt. Bloß das wir halt beim ersten Versuch gescheitert sind. Dann geht's schon wieder abwärts. Ich mach mal hier diese Kante dort weg. Dann hoffe ich mal, dass vielleicht, wenn ich jetzt eine Achterbahn baue, dann lassen wir den blöden Aussichtsturm da mal weg. Stellen lieber eine Achterbahn auf den See. Dass die Leute was Spektakuläres haben. Ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, woran es lag, ob ihr vielleicht eine Idee habt.
dieser Fail, ob das jetzt irgendwie, ob man das hätte verhindern können. Wir versuchen das einfach jetzt nochmal. Wenn die alle rumheulen, dass die was Spektakuläreres erleben wollen, dann muss man dem natürlich nachgehen. Wie ist das Ding? Boomerang. So, eröffnen. Und dann mal hoffen, da geht's schon wieder abwärts jetzt. Seht ihr das in der Bewertung? Erstmal eine Testfahrt, dass da eine Wertung rankommt. Schon ein paar Leute einstellen. Gibt es zufällig einen Eisbären? Ja, nee, Schneemann war das. Okay. Jetzt geht's wieder abwärts. Ich möchte was gern Aufregenderes aufregen, was aufregen. Ich bin nicht hungrig, ich habe keinen Durst. Dann bauen wir hier wieder den. Dann lassen wir das mit der Action-Ecke erstmal. Das können wir später dann wieder umziehen, wenn wir dann sowas planen. Aber jetzt muss erstmal was kommen hier, wo die Leute ein bisschen Adrenalin verspüren. Sonst. Sehe ich hier möglicherweise schwarz für den Park? Ein paar Drehungen wenig. Achso, das ist schon 9, das ist schon das Mindeste. Ah, jetzt ist es gestiegen. So ganz knapp vor der Angst ist es gerade gestiegen. Das lag dann anscheinend wirklich daran, dass wir keine spektakulären Attraktionen hatten. So, jetzt kommt die Regenstelle. Wir können ja so tun, als wäre nie was gewesen, wenn wir das jetzt hier nochmal retten. Wenn ihr das wollt, natürlich nur. Und das ist natürlich auch das Trickreiche. Man muss dann dafür wirklich nur, man muss hier wirklich versuchen, Crash frei zu bauen. 771 haben wir jetzt. Vielleicht gerne mal die mit der Wasserrutsche nachlegen, wobei das ist natürlich so eine Sache, damit Crashfall. Was sagt denn eigentlich das inoffizielle RCT-Wiki zu dem Park? Wir gucken gleich mal. Hier stelle ich noch so ein paar Bäume hin. Das bringt ja auch immer gute Wertungen. Szenarien, Dekorationspunkte. 61, geht schon wieder. Na gut, weil es wahrscheinlich gleich Regen, weil es wegen dem Regen bestimmt. So, wo baue ich die hier hin? Die würde ich eigentlich gut hier hinten in der Ecke machen, aber wie gesagt, so eine Wasserrutsche unfallfrei bauen. Das weiß ich nicht. Geht schon wieder so abwärts mit der Parkwertung, das ist doch zum Kotzen. Zum Erbrechen meine ich natürlich. Gut, dann bauen wir halt, dann bauen wir die halt mal, wenn ihr das unbedingt wollt. Ich könnte ja erstmal gucken. Jetzt ist die Parkwertung wahrscheinlich wieder deutlich gestiegen, oder? 754. Hm. Sehr mysteriös das Ganze. So, Icicle World RCT. Guck
Schon wieder alles möglich, aber nicht das, was ich haben will. Icicle Worlds RCT. So. Szenario Guide. Can be found here. Was sagen sie denn? Hier schreiben sie, das Ziel kann mit jeder Geschwindigkeit angegangen werden. Also wahrscheinlich zu langsam, so wie ich gerade, sollte wahrscheinlich nicht sein. Starte mit einer Achterbahn. Oh, es gibt keine aufregenden Attraktionen bis Ende Jahr 2. Okay. Na gut, also die Tipps sind jetzt nicht wirklich sinnvoll. Also das Übliche halt. Oh, jetzt steigt sie wieder an. Oh, das erleichtert mich jetzt ein bisschen, dass die wieder ansteigt. Da bauen wir trotzdem erstmal die Wasserbahn hier irgendwo hin. Die Bahn sollte halt nur möglichst crash-sicher sein. Ich würde vielleicht auch erstmal hinten die Ecke hier zubauen. Hätte ich das hier oben nicht voll ein Stück abgeflacht gehabt? Warte mal, ich baue das einmal um diesen Hügel hier drumherum vielleicht. Start ist hier. Geht das überhaupt, dass ich dann hier rumkomme oder ist dann da irgendwas im Weg? Achso, Fußweg im Weg. Oh, natürlich das Übliche, man soll ja viele Fressbuden bauen. Damit sich die Leute wohlfühlen.